Liebe Geschwister, heute werden wir über ein gewaltiges Ereignis in der islamischen und prophetischen Geschichte sprechen. Eines der schwersten Ereignisse für den Propheten alayhi salatu wassalam und für die Umma des Propheten alayhi salatu wassalam und für die Sahaba. Und zwar Hadithatul Ifk. Die Geschichte fing so an, dass der Prophet alayhi salatu wassalam auf der Schlacht von Bani al-Mustaliq war. Und es war so, dass der Prophet alayhi salatu wassalam mehrere Ehefrauen hatte, wie ihr wisst. Und wenn er auf eine Reise ging, dann hat er ausgelost, welche dieser Ehefrauen er mitnimmt auf die Reise. Denn entweder, wenn ein Mann mehrere Frauen hat, nimmt er einmal diese mit, oder er macht jedes Mal diese Auslosung und nimmt eben diejenige mit, auf die das Los trifft. So traf das Los Aisha radiallahu anha. So war sie mit dem Propheten alayhi salatu wassalam bei dieser Schlacht, Bani al-Mustaliq. Und auf dem Rückweg, kurz bevor die Karawane sich erheben sollte, ist sie etwas abseits gegangen, um sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Als sie jedoch zurückkam, sah sie, dass die Karawane losgezogen ist. Und es war damals so, dass nachdem die Ayat al-Hijab, also die Ayah über den Hijab herabgesandt wurde, dass die Frauen in Art kleinen Kutschen waren. Also kleine Kasten, die auf das Kamel gepackt wurden, dass die Frauen ruhig dort sitzen konnten und nicht von allen gesehen wurden und geschützt waren von den Witterungen. So haben also die Leute, die Sahaba, die dort waren, einfach diese Kutsche von Aisha radiallahu anha auf das Kamel gepackt und dachten, sie ist drin und schläft und sind losgezogen. Die ganze Karawane ist losgezogen. Zu diesem Zeitpunkt jedoch hatte Aisha radiallahu anha eine Kette verloren, als sie davor sich um ihre Angelegenheiten gekümmert hatte. Dann musste sie nach dieser Kette suchen und in dieser Zeit ist die Karawane losgezogen. Dann hat sie sich an den Platz gesetzt, wo davor das Lager aufgeschlagen war. Und sagte sich, sie werden bestimmt zurückkommen und nach mir suchen. Dann saß sie dort und es kam keiner, bis sie eingeschlafen ist. Dann kam Safwan radiallahu anhu, den der Prophet alayhi salatu wassalam als letzten Mann sozusagen hinter der Armee gelassen hat, falls etwas vergessen wurde oder runtergefallen ist oder ähnliches. So kam er und sah Aisha radiallahu anha. So ist sie aufgewacht, weil er gesagt hat, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Er war überrascht über diese Sache, dass Aisha dort alleine schläft. Dann sagt sie, dann habe ich meinen Hijab über mein Gesicht gezogen. Sie hat sich geschämt, denn dieser Safwan kannte sie schon vor dem Hijab. Also er kannte ihr Gesicht, er wusste, wie sie aussah und wusste, dass dies Aisha ist. So sagte sie, ich habe also mein Gesicht mit dem Hijab bedeckt. Und dann hat er sein Kamel runtergelassen, dass sie mit auf das Kamel drauf kann und er sie zurück nach Medina gebracht hat. Als jedoch die Leute in Medina das mitbekommen haben, haben sie diesen Ifk, diese Lüge verbreitet. Und wer war derjenige, der den Anfang von dieser Fitna gemacht hat? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Kopf der Munafiqin, der Kopf der Heuchler, der dann in Umlauf gebracht hat, dass Aisha radiallahu anha und Safwan radiallahu anhu hier Unzucht betrieben haben. Sie haben gesagt, sie haben dort dies und dies gemacht und sind dann zusammen zurück nach Medina gekommen. Und die Heuchler, die Munafiqun, haben dieses Gerücht, diese Lüge weiter verbreitet in Medina. Und leider auch einige der Muslime haben diese Sache geglaubt. Zum Beispiel Hassan ibn Thabit, der Dichter des Propheten alayhi salatu wassalam, und Mistah radiallahu anhu wa afa anhu, einer von denen, die in Badr gekämpft haben, und die Schwester von Zainab bint Jahsh, der Frau des Propheten alayhi salatu wassalam. Auf jeden Fall hatte sich Aisha in dieser Reise auch eine Krankheit eingefangen, war also krank und ist dann, als sie in Medina angekommen ist, sozusagen bettlägerig gewesen und zu Hause gewesen und hat somit nicht mitbekommen, was in der Stadt über sie erzählt wird.
Jedoch hat sie gemerkt, dass der Prophet alayhi salatu wassalam, wenn er zu ihr reinkommt, verändert ist, also sich anders verhält. Er kommt nur rein und fragt, wie geht es euch? Oder wie geht's? Ohne die Späße und die Liebe und die Wärme, die der Prophet alayhi salatu wassalam ihr sonst gegeben hat. Und das hat sie schon gewundert. Und das war schon noch schwerer für sie in ihrer Krankheit, dass der Prophet alayhi salatu wassalam so mit ihr die Sache gehandhabt hat. Und sie wusste bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, um was es geht. Dann war sie an einem Tag mit Mistach draußen, um ihre Notdurft zu verrichten. Weil damals noch nicht sie Toiletten in oder am Haus hatten, sondern weiter weg in der Sahara, in der Wüste. Und dann passierte Mistach ein kleines Unglück und sie hat dann ihren Sohn geschimpft. Also über ihn geschimpft, geflucht. Mistach. Dann fragte Aisha oder sagte Aisha, wie kannst du sowas sagen? Mistach ist einer der Männer, die Badr, die Schlacht von Badr beigewohnt haben. Dann fragte sie Mistach, weißt du denn nicht, was sie sagen? Also was Mistach und die anderen sagen? Dann sagt sie, nein. Dann hat Mistach ihr erzählt, was über sie an Gerüchte verbreitet wird. Und das war dann noch schlimmer für sie und hat sie noch kranker gemacht. Und dann ist sie nach Hause gegangen und hat gewartet, bis der Prophet alayhi salatu wassalam kommt, um ihn darum zu bitten, dass sie zu ihren Eltern gehen darf. Also, dass sie bei ihren Eltern bleiben darf. Und hier sehen wir, selbst wenn die Frau traurig ist, krank ist, vielleicht in einem Streit ist, ist es nicht ihr Recht, einfach das Haus zu verlassen und zu gehen, ohne die Erlaubnis des Ehemannes. Hier hat Aisha radiallahu anha gewartet, bis der Prophet alayhi salatu wassalam kommt, hat ihn dann gebeten, dass sie zu ihren Eltern gehen darf. So hat der Prophet alayhi salatu wassalam es ihr erlaubt und sie ist zu ihren Eltern gegangen. Dort hat sie dann ihre Mutter gefragt, stimmt das, dass so und so über mich erzählt wird? Und die Mutter hat natürlich versucht, ihre Tochter sozusagen Beistand zu geben, sie zu beruhigen und hat gesagt, mach dir keinen Kopf. Das ist ganz normal, wenn eine hübsche Frau einen Ehemann hat, der sie liebt und sie hat dazu noch Konkurrentinnen, mehrere Ehefrauen bei dem Mann, dass dann über sie schlecht geredet wird. Das ist ganz normal, weil die Mutter von Aisha dachte, das wäre einfach eine kleine Stichelei unter den Frauen. Sie wusste nicht, was das für eine große Sache ist und dass das die Heuchler und einige Muslime in ganz Medina verbreitet haben. Als Aisha radiallahu anha das hörte und diese Bestätigung, dass diese Sache über sie geredet wird, dann wurde sie noch kranker und hat die ganze Nacht geweint. Und zur gleichen Zeit fragte der Prophet alayhi salatu wassalam einige Leute nach Aisha radiallahu anha. Zum Beispiel Usama, seinen Ziehsohn, fragte er. Er sagte, was denkst du über Aisha? Was denkst du über diese Sache? So sagt er, das ist deine Familie, deine Frau und wir wissen nichts über sie außer Gutes. Und dann fragte der Prophet alayhi salatu wassalam Ali ibn Abi Talib. Und der Ali radiallahu anhu hat schon gemerkt, dass diese Sache dem Propheten alayhi salatu wassalam sehr zusetzt. Wie ihr alle wisst, wie er Aisha radiallahu anha liebt. Deswegen hat er ihm gesagt, mach dir nichts draus. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir viele Möglichkeiten gegeben und es gibt viele andere Frauen, wenn du also heiraten willst. Und frag die Sklavin Barira, also die Sklavin von Aisha, sie wird dir die Wahrheit sagen. So kam der Prophet alayhi salatu wassalam zu Barira radiallahu anha und hat sie gefragt, was sagst du über Aisha? Weißt du irgendwas Schlechtes über Aisha radiallahu anhum? So sagte sie, das ist deine Familie und wir wissen nur Gutes über sie, wie auch Usama ibn Zayd es gesagt hat. Und zur gleichen Zeit wird überliefert, auch wenn der Hadith nicht hundertprozentig authentisch ist, dass Abu Darda mit seiner Ehefrau über diese Gerücht gesprochen hat und gesagt hat, was denkst du über diese Sache? Dann sagte Darda, Aisha ist besser als ich und ich würde nie so eine Sinne machen. Und Abu Darda sagte, und Safwan ist besser als ich und ich würde das auch nicht machen. Also ist es klar für diese, dass Aisha
uns davor in diese Sache nicht getan haben. Auf jeden Fall hat dann der Prophet alayhi salatu wassalam auf der Minbar gesagt: Wer hilft mir gegen diejenigen, die über meine Familie reden? Dann sagte einer der Sahaba von den Aus, und zwar Sa'd ibn Mu'az: Wenn er von unserer Kabila, von unserem Stamm ist, von den Aus, dann werden wir ihn töten. Wenn er von den Khazraj ist, also von dem anderen Stamm, dann gib uns nur den Befehl und wir werden ihn ausführen. So stand einer von den Khazraj, also von dem anderen Stamm, auf und sagte: Du würdest es nie schaffen, den zu töten und sonst irgendwas zu tun. Also kam dann diese Fitna auf. Dann hat der Prophet alayhi salatu wassalam zwischen ihnen geschlichtet. Aber man merkt dadurch auch, wie angespannt die Stimmung da schon war. Dann kam der Prophet alayhi salatu wassalam zu Aisha radiallahu anha. Und als Hintergrund muss man hier wissen, dass der Prophet alayhi salatu wassalam hier kein Wahi mehr bekommen hat. Also er hat keine Eingebung mehr von Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Zeit bekommen. Was die Heuchler noch mehr bestätigt hat: Sie haben gesagt, dieses Haus, da sind Unzuchttreiber drin. Also Aisha radiallahu anha. Wie kann dort noch Wahi auf sie kommen? So kam der Prophet alayhi salatu wassalam zu Aisha radiallahu anha, zu ihren Eltern nach Hause, und sagte ihr: Aisha, wenn du diese Sache getan hast, dann bereue es. Mach Taube vor Allah subhanahu wa ta'ala und Allah wird dir inshallah vergeben. Und wenn nicht, wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Lossprechung herabsenden. Und Aisha radiallahu anha hätte sich schon gefreut, hätte der Prophet alayhi salatu wassalam nur im Traum gesehen, dass sie unschuldig ist. Dann sagte sie zu ihrer Mutter und ihrem Vater: Antwortet dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Sie hat selber nicht die Kraft zu antworten auf so eine Sache. Wenn der eigene Ehemann und dazu noch der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, kommt und sagt: Wenn du diese Sache getan hast, dann bereue. Was ist das für eine harte Erschwernis, für eine harte Situation für die Frau? Als dann die Eltern gesagt haben: Wir wissen nicht, was wir dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam antworten sollen, so sagte Aisha radiallahu anha, nachdem sie Allah gelobt hat: Ich bin jetzt in einer Situation, wenn ich sage, ich habe das nicht getan, wird mir keiner glauben. Wenn ich sage, ich habe die Unzucht getan, dann werdet ihr mir alle glauben. Und deswegen sage ich nur, was der Vater von Yusuf alayhi salam sagte, Yaqub alayhi salam: Fasabrun jameel, wallahu musta'an ala ma tasifun. Man muss in schöner Geduld ausharren und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Helfer gegen das, was gesagt wird oder getan wird. Und dann war die Situation natürlich noch härter für Aisha radiallahu anha. Doch dann, nach dieser riesigen Erschwernis für Aisha radiallahu anha und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, kam dann die Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat 10 Verse herabgesandt über die Freisprechung von Aisha radiallahu anha, dass dies ein Gerücht ist und dass, wenn diejenigen nicht mit den 4 Zeugen kommen, dass sie bei Allah die Lügner sind und so weiter. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala Aisha radiallahu anha im Koran losgesagt. Und so hat er ihr diese hohe Ehre gegeben, dass wenn jemand sie bis heute noch der Unzucht bezichtigt, dass diese Person ungläubig wird, weil sie den Koran verleugnet. Wie gesagt, sie hat sich nur gewünscht, dass der Prophet alayhi salatu wassalam eine kleine Botschaft im Traum bekommt. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr für ihren Sabr, für ihre Geduld, 10 Verse im Koran herabgesandt, wo sie freigesprochen wird von dem, was die Leute über sie sagen. Und dann, als diese Sache durch war und die Unschuld von Aisha radiallahu anha bewiesen war, sagte Abu Bakr radiallahu anhu über Mistah, den wir am Anfang der Geschichte erwähnt haben: Ich werde nie wieder
ihm Spendengeld geben. Denn Abu Bakr radiallahu anhu war zu dieser Zeit wohlhabend. Und Misdach war ein entfernter Verwandter von ihm und war einer der Muhajirin, die aus Mekka nach Medina gekommen sind und ihre ganzen Besitztümer gelassen haben. So hat Abu Bakr ihn finanziell unterstützt, hat gesagt, ich werde Misdach nie wieder unterstützen nach dem, was er über meine Tochter gesagt hat. Doch dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Ayah herabgesandt, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Vergebt und vergesst. Wollt ihr denn nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch vergibt? Dann sagte Abu Bakr radiallahu anhu, O Allah, natürlich will ich, dass du mir vergibst. Und hat dann geschworen, ich werde niemals aufhören, inshallah, solange ich lebe, Misdach finanziell zu unterstützen. Hier sehen wir, liebe Geschwister, aus dieser Geschichte kann man sehr viel Nutzen ziehen. Aber die größten zwei Sachen, meiner Meinung nach, egal wie schwer die Situation aussieht, egal wie aussichtslos es aussieht, egal wie von allen Seiten Negatives und Druck kommt, Allah subhanahu wa ta'ala kann diese Sache zum Guten wenden und sogar noch viel besser als das, was du dir gewünscht hättest. So wie bei Aisha radiallahu anha, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr 10 Verse in seinem gewaltigen Buch gewidmet hat, die bis zum jüngsten Tag rezitiert werden. Und die zweite Sache, die wir nur am Ende kurz angesprochen haben, dieses mit dem Vergeben und Vergessen. Das ist ungefähr das Schlimmste, was man einem Mann antun kann, dass man über seine Tochter redet, dass sie Unzucht begangen hat. Dass man dieses Gerücht auch noch verbreitet und so weiter. Jedoch hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt und Abu Bakr radiallahu anhu hat sich sofort gefügt, wo er die Worte Allah subhanahu wa ta'ala gehört hat. Vergebt und vergesst, wollt ihr denn nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch vergibt?